Was geht, Leute? Mein Name ist Leute Danny Justin. Willkommen back bei Rock of Ages. Und wir machen im Singleplayer weiter und wir machen mit der Geschichte weiter. Nur die Frage ist, wo sind wir stehen geblieben? Moment, dann muss ich hier rein? Ist die ganze Haus? Nee, Moment mal. Bin ich von da gekommen? Ja, okay. Ich denke persönlich, dass das letzte Level ist. Angriff! Okay, gegen wen kämpfen wir? Ich will wissen, wen ich zerstören kann, wenn ich überfahren kann mit meinem Ball. Okay, die alle tanzen, alles klar. In diesem Spiel mögen es wirklich alle Leute zu tanzen, gehe ich davon aus. Wow. Oh, kämpfen wir wieder gegen den Drachen. Oh mein Gott, er ist alle auf. Oh oh. Oh, what? Okay, alle haben... Was geschieht hier? Er hat den Drachen ermordet. Ist das ein scheiß Ernst? Oh mein Gott. Michael? Sieht doch wie ein bisschen aus wie eine Frau. Ein bisschen sehr aus wie eine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt tanzen alle gemeinsam. Alles klar. Michael, geheiligt werde der Michael. Okay, wir kämpfen gegen Michael. Es ist ein Mann, welcher aussieht wie eine Frau. Aber okay, lass uns sehen, was wir machen können. Wir haben diese Map hier. Da ist eine Wolke, die kann ein... Okay, also es geht runter. Ich sehe schon. Das heißt, wir werden am Anfang erstmal, wie immer, Geldteile aufstellen. Ich denke, das könnte sehr, sehr vom Vorteil sein, wenn wir Geldteile aufstellen. Ja, definitiv. So richtig viele. Wo noch? Noch eine hier. Die darf man nur nicht überfahren. Und jetzt sammeln die Teile Geld und wir werden im Endeffekt mehr Geld haben. Am Anfang brauchen wir nicht wirklich Fallen, denn da fokussieren wir uns erstmal darauf, dass wir den Weg kennenlernen und dann können wir Fallen aufstellen, so viel es geht. Seht ihr, das Geld sammelt sich gerade. Ziemlich, ziemlich geil. Aber okay, nehmen wir erstmal den normalen Ball. Ich glaube, ich sollte das Aussehen meines Balls ändern. Und ich habe eine Bewegungsunschärfe hinzugefügt. Ich hoffe, das stört jetzt einige nicht oder so. Aber ich liebe Bewegungsunschärfe. What the fuck? What the fuck war das? Also da will ich auf keinen Fall reinlaufen. Oh nein, er schießt? Okay, das ist gefährlich. Oh nein, ich muss hier lang. Was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Okay, wir müssen sehr... Wow. Wir müssen sehr vorsichtig bleiben. Er hat jetzt schon Fallen aufgestellt. Wir werden die Fallen erstmal später aufstellen. Aber dafür werden wir richtig viele Fallen aufstellen. What? Okay, ich fahre erstmal entlang. Kein Problem. Bis jetzt hat mich keine Falle richtig erwischt. Oh, da ist ein Schlüssel. Den würde ich so gerne holen, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Aber ich sage erstmal Nein dazu. Wisst ihr, was mit mir bei dem Spiel fehlt? Bei dem Spiel fehlt mir irgendwie, dass man irgendwie rauszoomen kann. Weil hätte man ein bisschen mehr den Überblick... Und ich bin erster da und habe ziemlich viel Schaden gemacht. Holy shit. Ich habe 3000 Geld. 3000 Geld. Und wir holen hier diese Elefanten oder Mammuts. Ja, die Mammuts sind sehr gut. Die Mammuts sind wirklich richtig geil. Wo platziere ich die aber? Er muss hier zu meiner Tür. Das ist meine Tür, oder? Ah ja, das ist meine Tür, okay. Dann platzieren wir die Mammuts so... Wo er dann wirklich gar nicht entlang kann. Wir holen wirklich nicht viele Mammuts. Weil Mammuts, ich habe gemerkt, gegen Mammuts kommt der Computergegner gar nicht so gut klar. Der hat echt Probleme damit, gegen die zu kämpfen. Vielleicht noch ein paar Explosivteile. Ja, wir haben genug Geld. Wir haben 1200, okay? Das ist eine Menge. Lass uns damit zufrieden geben, okay? Und welchen Ball nehmen wir? Wir nehmen den Ball, der ein bisschen mehr aushält. So ein Tickchen mehr. Auf die Pfeile aufpassen, auf die Pfeile aufpassen. Holy shit, okay, das ist gefährlich. Hey, Freunde, ich glaube, die freuen sich für mich. Oh, komm schon, Wolke, lass es in Ruhe. Denn ich liebe die. Nein. Einfach nein, ernsthaft. Oh Gott, hör auf, mich zu schubsen. Gott, ich hasse die Wolke. Sie liebt mich, ich weiß, aber sorry, ich kann nicht mit ihr befreundet sein, wenn sie mich die ganze Zeit wegbläst. Oh Gott, das klingt so falsch. Oh, die Tür ist gar nicht so weit weg. Irgendwie ist dieses Level sehr, sehr kurz, habe ich das Gefühl, oder? Ich weiß nicht, wie man failen kann, aber... Mein Ziel ist es, dass er in meine Elefanten reinfährt und ich weiter... Nein. Spring einfach drüber. Okay, jetzt aber mit voller Stärke. Komm schon. Das war eine Menge Schaden. Und jetzt lassen wir mal sehen, ob er Probleme haben wird. Warte, wir haben 2800 Geld. Das heißt, wir könnten theoretisch mehr Mammuts aufstellen, oder? Oh Gott, die Mammuts. Alter! Das meinte ich, Leute. Oh mein Gott, der Typ hat verloren. Alter, er versucht sich zu retten. Oh mein Gott, er hat sich versucht zu retten. Das wird er nicht schaffen. Es sind zu viele Mammuts, das habe ich gemeint. Der Computergegner kommt nicht gegen Mammuts klar. Er schafft es einfach nicht, okay? Das Einzige, was er machen kann, ist den Feuerball nehmen. Den Feuerball nehmen wir jetzt. Ich muss gar nichts mehr machen. Er wird nicht ans Ziel kommen. Er wird einfach nicht ans Ziel kommen. Der Ball ist so klein. So klein. Und es ist... Nein, okay. Es ist vorbei. Es ist so weit... Nein, er hat keine Chance. Es ist sowas von vorbei für ihn. Ich kann wieder fahren, während er noch nicht mal am Ziel ist. The fuck? Er fällt wieder runter.
Ich glaube, sein Ball könnte sogar so zerstört sein. Ja, sein Ball könnte sogar so zerstört sein, dass er gar nicht in der Lage sein wird, überhaupt irgendwas zu machen. Alter, ich achte gar nicht darauf, wie ich fahre. Oh mein Gott. Danke. Jetzt liebe ich dich auch. Nimm das, du Loser. Ein Wunder, dass die Wolke nicht stirbt. Und er ist schon wieder runtergefallen. Oh mein Gott. Das war gefährlich. Okay, der Feuerball hat einen Vorteil. Und zwar, wenn er Mammuts hat oder irgendwie sowas in der Art, dann könnt ihr mir nichts antun. Wirklich gar nichts. Weil die werden sterben. Ich meine, keiner will einen Lavaball anfassen, okay? Fässt man so einen Lavaball an, dann ist der Finger sofort weg. Also wirklich sofort weg. Moment mal. Okay, ich sehe gerade, wie ich gerade ziemlich viel Kraft verliere. Aber mich wundert es gerade. Hat er es ans Ziel geschafft? Ich glaube nicht. Er hat nicht mal ein bisschen Schaden gemacht. Und wir haben es geschafft. Alter, wir haben ihn so geraped, Leute. Das war illegal. Was macht er da? Sieht ein bisschen so aus, als würde er... Hier, wie heißt das Teil? Gott, ich habe immer ein Blackout, wenn ich aufnehme. Wie heißt das Teil? Violine. Als würde er Violine mit einem Messer spielen. Aber okay, das war easy. Das war unnormal heftig. Wow. Okay, der Himmel. Die Himmel? The fuck? Keine Ahnung, wieso das so heißt. Aber okay, lass mal gucken. Der Zeitgeist hat eine Gestalt angenommen. Oh nein, wer bist du? Sein verwundbarer Punkt ist überall. Okay, gut zu merken. Ich merke mir das auf jeden Fall. Mutig drauf los. Okay, ich kämpfe gegen einen Kopf mit Engelsflügen. Ich meine, ich denke, das kann nicht jeder behaupten. What? Hi, Bro. Oh mein Gott, vor dir habe ich Angst, um ganz ehrlich zu sein. Ah, ich sehe es. Ich kann auch einfach... ich kann einfach da rein. Oh Gott, er schubst mich weg. Ich hasse ihn. Kann ich einfach hier rein? Ja, das war... Oh mein Gott. Ah, wir werden nach oben geschossen. Ich verstehe. Und jetzt müssen wir auf irgendeiner Plattform landen. Auf irgendeiner Plattform springen. Und jetzt in dein Gesicht, der Lappen, Alter. Autsch. Oh mein Gott, das war unnormal. Das tat sehr weh, ich geb's zu, Leute. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Oh mein Gott, diese scheiß Plattform, die hat mich gehindert. Alter, ich liebe den Kampf irgendwie. Ich muss sagen, mir gefällt der Kampf, weil so einen dummen Gegner hatte ich echt schon lange nicht mehr in meinem Leben. Und das meine ich wirklich ernst. Bam. Ja, ja, okay. Oh, das ist so geil. Gott, ich liebe die Bosskämpfe hier. Was macht er da? Ich glaube, er schubst mich, oder? Bam! Er bläst mich weg. Holy shit. Okay, ich stehe noch drauf. Was sehr gut ist. Ich werde mal einmal rumgehen. Und dann sollte ich in der Lage sein, ihn zu töten. Oder verfolgt er mich? Ich springe einfach gegen ihn. Oh nein, es geht nicht. Scheiße. Kann ich den Kampf schaffen, ohne einmal getötet zu werden? Das wäre natürlich legendär. Okay, jetzt wird's intensiv, Leute. Wo ist die nächste Plattform? Ich sehe sie. Okay, da ist die nächste Plattform. Springt auf. Bam! Oh nein, ich bin aufgesprungen. Bam! Wir haben ihn. Holy shit, das war brutal, Leute. Sieg! Das war aber auch irgendwie super einfach. Irgendwie. Es war einfacher als der Drachenkampf. Oder war das ein Drache? Nee, wir hatten einen Drachen und eine Statue. Okay, ich erinnere mich. Aber okay. So, das nächste Level heißt Ra Rochelle. Oder so, keine Ahnung. Aber okay, da wollen wir mal sehen, was uns hier erwartet. Richelle. Okay, ich kann das nicht aussprechen, sorry. Was geht's? Wow, er hat Angst, seine Krone zu verlieren, Bro. Ah, er denkt, er war das, ich sehe schon. Oh. Okay. Ist er das, der Linke? Wer macht das... Ah, das sind seine Arme. Ach du Scheiße. Er kann seine Arme extrem lang machen. Respekt, Bro. Sowas kann ich nicht. Sowas kann ich wirklich nicht. Ich gegen La Rochelle. Okay, ist ein Franzose. Wow. Was ist das für eine Map, Bro? Was ist das für eine legendäre Map? Okay, sorry. Ich bin ein bisschen gehypt. Bisschen sehr gehypt wegen der Map. Tut mir natürlich ein bisschen leid. Aber okay, platzieren wir diese Teile hier überall. Wo er sie am besten nicht zerstören kann. Obwohl, da wird er sie zerstören zu 100%. Machen wir einfach hier... Na, zu viele Einheiten von derselben Art. Kann ich noch einmal den 300er legen? Geht nicht, dein Ernst? Bro, dein Ernst? Okay, dann ist es dein Ernst, meinetwegen. Am Anfang werden wir erstmal ganz normal vorgehen. Wir werden Geld sammeln. Und dann werden wir extrem abgehen. Wir werden ihn zerstören, okay? Wir müssen aber sehr vorsichtig bleiben, damit wir uns nicht treffen lassen. Er rollt früher als ich? Wie kann das sein, Leute? Hat er einen Vorteil? Was für ein mieses Arschloch.
Dass er einfach so schneller rollen kann als ich. Oh, da ist ein Schlüssel. Wie bekomme ich den? Ah, hier muss ich hoch, ne? Oh, cool. Ja, Gott, das war gefährlich. Alter, war das so geplant? Ich denke, da soll ich dann doch lieber den oberen Weg nehmen, weil das ist echt unnormal schwer. Gott, das könnte ich auch schwerer für ihn machen. Ja, weil der obere Weg ist immer besser als der untere, sehe ich gerade. Weil der untere bietet paar, ja, er hat paar Schwierigkeiten, wie ihr sehen könnt. Kann ich hier einfach so hoch oder nicht? Nee, ich kann da nicht einfach so hoch. Es kostet sehr viel Zeit, leider. Es ist wie so eine Art Treppe und kommt schon. Welcher Ball ist in der Lage, eine Treppe hochzuklettern? Seht ihr? Er macht dasselbe. Er geht auch den unteren Weg, okay. Ah, vielleicht mit ganz viel Geschwindigkeit dagegen fahren. Dann sollte man hochkommen. Oh, shit. Ich werde den unteren Weg nehmen. Einfach nur, weil, sobald ich den oberen nehme und nicht dahin kann, habe ich ein Problem. Bam. Oh Gott, scheiße. Dieses Level ist auf jeden Fall viel, viel länger, als ich dachte. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist das Ziel? Alter, wie viel Zeppen denn noch? Dein Ernst? Oh, das war gut. Denkt ihr, wir erreichen das Ziel vor ihm? Ich glaube, ja. Sein Ball ist ziemlich zerstört. Bam. Wir haben $4.600. Das heißt, wir können jetzt richtig viele Sachen bauen. Was? Oh, er ist runtergefallen. Das ist ein scheiß Ernst. Was für ein dummer Gegner. Hä, wo ist mein Dings da? Wo fährt er durch? Ach, hier, okay. Dann machen wir das. Wo ist er? Okay, da muss er hin, ne? So, platzieren wir hier. Oh nein, er hat zerstört. Das war dumm, weil ich hätte es nicht so schnell platzieren dürfen. So, wir platzieren Elefanten, weil ganz ehrlich, was anderes außer sowas brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Was sagt ihr? Diese Teile sind wirklich schon so OP, dass diese Teile reichen schon, um gegen den Singleplayer zu gewinnen, denke ich. So, da sind explosive Fässer oder was weiß ich, gar nichts gegen, ernsthaft. Oh shit, er hat mehr Sachen aufgestellt, aber die tun leider irgendwie gar nichts. Ich meine, was heißt leider? Oh Gott, dieses Mal komme ich nicht hoch. Manchmal, ich habe das Gefühl, das ist so eine Art Glück. Manchmal kommt man sehr leicht hoch, manchmal irgendwie nicht. Bisschen nervig, aber was soll man tun? Er fängt an zu rollen, Leute. Es hat bei ihm ein bisschen länger gedauert, weil er auch später ins Ziel gekommen ist. Aber es ist okay. Es ist vollkommen okay. Gott, vorsichtig. Roll weiter, lass dich nicht erwischen von gar nichts, bitte. Wir können ja ein kleines Minispiel machen. Wie oft denkt ihr, wird er runterfallen? Weil ich denke, das wird schon einige... Oh, komm, geh hoch. Es wird schon einige Male sein, weil ich denke, gegen die Elefanten wird er Probleme haben. Er hat Kühe aufgestellt, sein scheiß Ernst. Verdammte Kühe. Oh, komm, nein. Oh mein Gott, ich bin fast runtergefallen. Fast bin ich runtergefallen, das war so knapp. Also das Treppenaufsteigen ist das Schlimmste. Er ist schon ein kleiner Ball geworden, kann das sein, dass er klein ist? What the fuck? Kann er nicht fahren? Wie schlecht ist er denn bitte? Oh ja, yeah, jetzt kam ich gut hoch und da ist schon das Ziel. So, er ist nicht mal annähernd so weit wie ich, aber was mich interessieren würde, wie kommt er durch meine Mammuts durch? Das ist das Einzige, was mich gerade im Leben interessiert. Wo sind die denn, meine Mammuts? Hä? Ach, da hinten wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich ganz weit hinten. Da kann man natürlich hier noch viel, viel mehr platzieren. Oder wo ist das Ende? Ich habe keine Ahnung, wo das Ende ist. Ach, hier. Hier sind alle meine Mammuts. Okay. Ich platziere noch ein paar mehr, damit er wirklich null Chancen hat. Ach, da ist er. Seht ihr ihn? Da ist er. Gott. Seht ihr? Er schafft's nicht. Ach, du Scheiße. Seht ihr, das meine ich. Es ist unnormal, wie gut Mammuts sind. Und die machen weiter. Hä? Ach, der Mammut verschwindet nach einer Zeit. Alter, okay, der Mammut war jetzt sehr langsam. Schon wieder. Die Mammuts... Wow, das sind viele, da kommt er nicht durch. Niemals im Leben. Er wird zerstört. Er wird einfach zerstört, das ist einfach Kino. Das beste Kino der Welt. Die Mammuts sind die geilsten, ernsthaft. Die Mammuts sind die geilsten. Ey, man kann nichts anderes sagen. Im Singleplayer einfach Mammuts aufstellen. Ich finde eigentlich, das ist ein bisschen unfair, weil der Computergegner ist schon ein bisschen dumm auf jeden Fall, wenn es darum geht. Und deswegen, ja, ich glaube, das Spiel ist gewonnen schon wieder, denke ich persönlich. Spring dagegen? Ja, immer gegen die Kante springen am besten. Aber jetzt hat es zum Beispiel nicht... Oh Gott, das war grausam. Aber seht ihr, ich habe so einen Schutz. Er schießt auf mich mit voller Kraft und es trifft mich extrem und mir passiert gar nichts. Boah, schaut euch mal seinen Gesichtsausdruck an, unten rechts. Alter, der Typ ist echt verzweifelt. Ich glaube, der ist extrem angepisst. Da helfen ihm seine langen Arme auch gar nichts. Oh, meine Rüstung ist jetzt erst weg. Okay, okay, das ist krass. Das ist sehr krass, die Rüstung ist episch. Aber was hat er? Da hinten ist ein Schlüssel, das sehe ich. Soll ich den Schlüssel aus Spaß holen? Weil ich denke, beim nächsten Mal müsste er so oder so tot sein. Und ich habe kaum... Boah, das war geil, das war geil. Da müsste irgendwo... Ja, da oben. Ich habe irgendwas leuchten sehen. Ich weiß nicht genau... Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, ich habe den Schlüssel jetzt nicht bekommen. Schade. Aber da ist das Ziel und das ist das Ende. Das ist zu 100% das Ende. Sorry, Bro. Es tut mir sehr leid. Es ist wirklich unterhaltsam, wie du die ganze Zeit stirbst gegen meine Elefanten, aber...
Ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir einfach null helfen. Nice Dance. Ich liebe dein Dance, okay? Ich liebe ihn wirklich sehr. Aber das war's für dich, sorry. Sorry, Bro. Ich hab dich geliebt. Ich hab ihn geliebt, Wicked. Ich hab ihn wirklich geliebt. Aber ich kann leider nichts gegen tun. Okay, das nächste Level wäre dann gegen Madrid. Also, ja, ich gehe zuerst mal zurück zum Hauptmenü und das war es mal für die heutige Folge Rock of Ages. Moment mal, Figurwechsel. Hier seht ihr das. Großer Kürbis. Ja, ja, okay. Hier gibt es verschiedene. Oh, das sieht, die sind ziemlich cool aus auf jeden Fall. Boah, der sieht. Ja, den würde ich beim nächsten Mal nehmen. Und hier kann ich meine eigene Figur auswählen. Okay, ich nehme den hier, der ist geil. Aber ich glaube, das ist aber für... Oh, ich habe nicht akzeptieren gedrückt. Oh Gott, okay, das mache ich dann nochmal auf jeden Fall. Aber das war's immer fürs Video. Es ist immer noch so, dass ich hier bin, in eine andere Wohnung. Also, am Samstag will ich wieder nach Hause fahren, weil da soll mein Internet behoben werden. Aber es ist nicht hundertprozentig garantiert, dass alles hundertprozentig klappen wird. Aber die versuchen wahrscheinlich ihr Bestes, wie auch immer. Bewertet nicht vergessen für Rock of Ages. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao! We'll be right back.